Lang ja hin, nipa, salamba, simsalabim, wakka, wakka, tumba, tumba. Ein neues Virus ist in China. On the road, auf einer persönlichen Roadshow mit Tieren, weil es springt ja von Tieren auf den Menschen. Das eine neue Schlagzeile und noch eine Frage. Glaubt ihr, dass es in einem deutschen Lande Rassismus gibt, anti-weißen Rassismus? Die Antwort später. In diesem Sinne, Namaste, Namaste. Herzlich willkommen beim KIMI-Report auf dem 1. an diesem Mittwoch, den 10. August 2022. Wir haben gestern über die Bewohner von Altenheimen gesprochen, auf deren Buckel man ja Strom sparen möchte. Und ich habe bei der Einleitung gesagt, es ist nicht ganz einfach, heutzutage alt oder jung, respektive sogar Kind zu sein. Und heute als erstes Thema Kinder, da sehen wir, es gibt einen Showdown um testfreie und maskenlose Schulen in Österreich. Aber das ist völlig arbiträr. Wahrscheinlich gibt es dann auch mit etwas Verzögerung in der Schweiz und vielleicht sogar noch vor Österreich, wenn die Spikes, Schneeketten, Kettenturboantriebs, Radrack-Regeln in Deutschland von Ende August bis Anfang Juli bringen, von Oktober bis Ostern, das ist alles arbiträr, liebe Österreicher, ist nicht persönlich gegen euch gemeint. Aber eine Lehrergewerkschaft mobilisiert gegen Normalität in der Schule ab dem Herbst. Auch der Bildungsminister spricht von Maskenpflicht. Zugleich kämpft die Opposition um eine Schule frei von Covid-Restriktionen. In etwa einem Monat beginnt das neue Schuljahr in Österreich und der Kampf um Normalität im Schulherbst scheint nun richtig loszugehen. Ja, das ist ja auch bei diesen Leichenbergen, die wir wieder sehen draußen, und bei diesen typischen infektiösen, feucht, nasskalten Temperaturen lieber jetzt schon kämpfen und Prävention gegen diese unglaublich gefährlichen Käfer, vor allem auch für die Kinder, führen. Im Windschatten von Deutschland, dort dürfen Kinder auch diesen Herbst maskiert werden, ja, prescht auch Österreichs Bildungsminister Martin Polaschek vor. Er ist offenbar auf Linie mit Deutschland, auch das wäre das erste Mal in der Weltgeschichte, und will und plant eine Maskenpflicht in der Schule. Die Nutzlosigkeit und mögliche Gesundheitsgefährdung von Masken sind vielfach erwiesen, ja. Doch das scheint egal, denn Masken seien beim Schulstart wieder anzunehmen, sagt Polaschek. Die Vorschriften des Schulalltags werden aber erst in eine Woche vor dem Start vorgestellt, also in rund 3 Wochen, schreibt ein österreichisches Magazin TKP. Die Masken sind natürlich überhaupt nicht gefährlich und die Masken sind auch nicht nutzlos. Sie sind extrem wichtig, um die Pandemie einzudämmen. Sie sind extrem evidence-based hilfreich. Und sie sind auch extrem dafür hilfreich, dass man die Pandemie auch sehr einfach und kostengünstig sichtbar machen kann, am besten ums Jahr herum, aber zumindest während der Winterreifen- und eventuell sogar Schneeketten. Regel, liebe YouTube-Zensoren, also wir sagen ja zu deutschem Mineralwasser wie Harald Schmidt und wir sagen selbstverständlich ja zu Masken. Es fragt sich einfach wann, zum Beispiel an der Basler Fasnacht oder an der Luzerner Fasnacht oder beim Karneval. Die erste Lehrergewerkschaft wettert indes lautstark gegen Johannes Rauch. Das ist der österreichische Gesundheitsminister, dessen Stufenplan sieht bei der aktuellen Variante eigentlich einen Schulstart ohne Covid-Vorschriften vor. In einem offenen Brief beklagt sich die Lehrergewerkschaft ÖLI
Also bei uns in der Schweiz wird sie Löli heißen, aber in Österreich heißt sie Öli. Bei Polaschek über Johannes Rauch, ratsch, 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 ratsch. Man wirft dem Gesundheitsminister sogar Rechtsbruch durch die neue Quarantäneverordnung vor. Mit dieser absoluten Verdrehung argumentieren aktuell einige Rauchkritiker, nicht die Corona-Quarantäne ist rechtlich heikel, sondern ihre Abschaffung. Ein Höhepunkt in dem New Normal, der neuen Normalität. Die Gewerkschaft will klare und vernünftige Schulregeln. Ja, das, ich fände, Doppelmaske wäre noch besser, schreibt man selbst von der Gewerkschaft. Was man darunter versteht, wird beim Lesen dieses Briefes, tut das lieber nicht, schnell klar, Tests und Masken für die Schule. Der Gesundheitsminister ist für die Öli offenbar ein gefährlicher Schwurbler. Das ist der österreichische Gesundheitsminister, ich finde so der erste halbwegs brauchbare seit 30 Monaten. Petition braucht Unterschriften. Ja, auf der anderen Seite hat eine Gruppe um Martin Sprenger Ende Juli eine Petition gestartet. Sie fordert, unabhängig vom Infektionsgeschehen die Schulen in Ruhe zu lassen. In wenigen Wochen wird man die Unterschriften Kanzler, Gesundheitsminister und Bildungsminister vorlegen. Ich kann da nur sagen, das kann ja mal eiter werden. Bisher haben 16.000 Personen unterschrieben, also ihr Österreicher, ihr könnt das besser. Die Gruppe kämpft offenbar damit, dass zu wenige Menschen von ihrer Initiative wissen. Aktuell ruft man Unterstützer auf, Freunde und Bekannte über die Petition zu informieren. Wenn ich ein bisschen für drei Österreicher informieren kann, macht euch kundig über diese Petition, die Schule in Ruhe zu lassen. Ganz wichtig, es dürfte also nicht nur zu einer Debatte aus Zivilgesellschaft und Lehrkörper kommen, sondern auch zu einem Konflikt zwischen Bildungs- und Gesundheitsministerium. Debatte tönt ja schon mal fortschrittlich, nicht? Wahrscheinlich kommt es zu einem Dekret, weil wir werden ja nur noch per Dekret regiert. In Bayern, wo Markus Söder nun von der Zero-Covid-Linie der Ampelregierung abrückt, nachdem Lauterbach das Ministerium von der CDU-CSU übernommen hat, ja, das ist klar, das war Jens Spahn, Lauterbach hat ihn abgelöst, jetzt muss man natürlich auch gegen die SPD sein, wobei gegen Lauterbach zu sein, das verstehe ich gar nicht, der Mann ist sowas von brillant, also der Professor für Public Health, das ist eine Koryphäe, das ist ein Jahrhundertpolitiker, also diese Umsicht und diese Treffgenauigkeit bei seinen Prognosen meiner Meinung nach unerreicht. Also wenn der so Prophezeiungen hat, der müsste eigentlich monatlich, nicht wöchentlich, aber monatlich Lottomillionär werden. Der Schlagabtausch um die Schulen begann auch schon auf anderer Ebene. Oberösterreich hat bereits angekündigt, mit dem neuen Schuljahr zügig wieder mit dem Impfbus vor der Schule vorzufahren. Innerhalb der Opposition herrscht seither nackte Empörung. Einen Monat vor dem Schulbeginn spitzt sich die Debatte also zu. Schulen, die testfrei und maskenlos starten, sind noch keineswegs gesichert. Auch ein Konflikt zwischen Polaschek und Rauch könnte sich erheblich zu einem Flächenbrand, meine Damen und Herren, ausweiten. Es wird immer besser, Gesundheit und Bildung bekämpfen sich um der Gesundheit willen und gegen die Bildung. Und derjenige, der für die Bildung stehen sollte, der stellt sich erst recht gegen diese Bildung. Zum zweiten Thema. Ja, wer kennt Alia Ba Traoré? Ja, also ich habe sie auch nicht gekannt, also muss man auch nicht, aber man muss es zur Kenntnis nehmen, was sie von sich gibt. Laut ZDF, der Zentrale der Finsternis, ist die gebürtige Aachenin mit Wurzeln in Togo, Mali und Sudan. Also das sind viele Wurzeln, Aachen, Togo, Mali und Sudan. Vielleicht ist das schon ein Kompromiss, dass man mehrere Eltern, nicht nur zwei, haben kann, aus Aachen, aus Sudan, aus Mali, aus Togo. Ich weiß es nicht. Sie bezeichnet sich als, Zitat, Tutorin und Referentin in der politischen Bildungsarbeit.
Das ist nicht sie, das ist das ZDF, der sie so beschreibt. Eigenem Bekunden jetzt zufolge kämpft Bar Traoré für Gleichberechtigung und Antirassismus. Liebe Alia, walk the talk. Die Muslimin wolle insbesondere auf antischwarzen Rassismus in der eigenen Reihen, also in der muslimischen Community, aufmerksam machen, so das ZDF. Wie das Engagement für Gleichberechtigung und Antirassismus von Alia Bar Traoré aussieht, zeigt die Mitzwanzigerin vor wenigen Tagen auf Instagram. Über ihren inzwischen privatisierten Kanal gab die selbsternannte, Zitat, Aktivistin, die sich auch im Umfeld von Fridays for Future, also am Freitag Freibier für am Freitag, bewegt, sie gab folgendes bekannt, Zitat. Ich bin total angewidert vom Schweinefleisch. Es gibt keine Rasse, die so verseucht, dreckig, schäbig, ranzig, unbarmherzig, verflucht, vergammelt, hässlich, primitiv, feige, so grenzenlos brutal und trotz jahrhundertlanger und anhaltender Genozide, der Versklavung, Ausbeutung und Verbrechen, die an uns, gesegneten Kindern der Sonne, begangen werden, von ihrer vermeintlich moralischen und zivilisatorischen Überlegenheit überzeugt ist. Schweinefleisch wird für mich immer der akkurateste Begriff für die Mundeles sein, weil die auf allen Ebenen einfach unrein sind. Reduziert die Interaktion mit diesen Neandertalern für eure eigene Sicherheit und Wohlbefinden nur auf das Nötigste. Das sagt diese junge, ausgesprochen eloquente und sympathische Dame in Deutschland. Also für was Schweinefleisch steht, habt ihr verstanden, es ist offenbar eine neue Bezeichnung für eine Spezies, die nicht sonderlich pigmentiert ist. Ich hoffe, ich habe das community-konform umschrieben. An Adjektiven, um ihre weißen Mitmenschen zu beschreiben, scheint es der Möchtegern-Aktivistin ganz im Gegensatz zu Punkten als Satzzeichen nicht zu mangeln. Man stelle sich nur mal für einen ganz kurzen Moment vor, jemand hätte ähnliche Zeichen über Asiaten, über Schwarze, über Indianer, was weiß, darf man das überhaupt sagen, Indianer, geht das noch, oder ehemalige Ureinwohner der Vereinigten Staaten gesagt, aber ihr wisst ja, früher war alles etwas einfacher, die Europäer waren weiß, die Ureinwohner der Staaten waren rot, die Asiaten waren gelb, die Einwohner von Afrika waren schwarz und die Forelle war in der Regel blau. Heute ist das alles ein bisschen mehr vermultikultit. Ja, was soll ich da noch mehr sagen? Genau das da zum Beispiel. Jemand hätte ähnliche Zeichen über eine Zeilen über eine andere Spezies geschrieben und die wird auch, diese ganzen Ergüsse werden auch durch Steuergeld finanziert. Das ist spannend. Und wenn man Deutschlands Geschichte sieht, sie wiederholt sich offenbar einfach ein bisschen anders. Sie sagt, ich fühle mich hier nicht in meiner Heimat und kann auf jeden Fall sagen, dass ich definitiv mit dem Gedanken spiele oder nicht nur mit dem Gedanken. Ich habe auf jeden Fall vor, den Rest meines Lebens hier nicht zu verbringen. Liebe Alia, ich weiß nicht, wie viele dich vermissen werden, ganz ehrlich. Deswegen, Leute, investiert in eure Heimatländer, lasst hier kein Geld, beziehungsweise nehmt eher das Geld, das ihr verdient habt und worauf ihr ein Anrecht habt, mit. Und ja, I don't see my future here, so please go home, no problem. Man fragt sich, was Frau Bar Traoré denn noch davon abhält, Deutschland endlich den Rücken zu kehren. Ist es das Geld, auf das sie nach eigenem Bekunden ein Anrecht hat? Tja, es ist ja auch Steuergeld, weil so trat Alia Bar Traoré in der Vergangenheit zum Beispiel als Rednerin beim Seminar und Festival in Vision auf. Als Geldgeber dieser Veranstaltung fungieren unter anderem die Bundeszentrale für politische Bildung, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung
oder das Haus der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Auf der Internetseite wurde damals mit folgenden Worten für den Auftritt der vorgeblichen Gleichberechtigungskämpferin geworben, wenn es um Themen wie Rassismus, Kapitalismus, Imperialismus, Neokolonialismus und ein falsches Verständnis von intersektionalem Feminismus geht, sind Alayas Analysen sehr treffend. Sie nimmt auch kein Blatt vor den Mund, um Machtstrukturen und Missstände auch in Bezug auf den aktuellen Klimawandel zu benennen und findet ganz besonders in der schwarzen Community immer mehr Gehör. Ja, in der Tat nimmt sie kein Blatt vor den Mund, auch nicht um das Wort Schweinefleisch für eine menschliche Spezies auszusprechen. Um ihre selbstgegebene Rolle als von, schreibt Boris Reitschuster, um ihre selbstgegebene Rolle als von Neandertalern versklavtes Opfer möglichst glaubwürdig spielen zu können, setzt Bar Traoré bei öffentlichen Auftritten gern auf Kopftuch und hochgeschlossene Kleidung. Dass die schwarz-grüne Aktivistin aber auch ganz anders kann, zeigt sie ihren Followern auf Instagram. Einige der dort geposteten Fotos treiben wohl nicht nur ihren Glaubensbrüdern die Schamesröte ins Gesicht. Es ist wohl auch kein Zufall, dass sich der Name von Alia Bartraoré auf einer Liste deutschsprachiger Journalisten befindet, die von einem gewissen Malcolm Ohanwe ausdrücklich empfohlen werden. Ohanwe ist ebenfalls schon durch anti-weißen Rassismus aufgefallen und gilt als Anhänger der Identitätspolitik. Ja, das findet alles in deutschen Landen statt und solche Leute, die mit solchen Ausdrücken, die ich glaube, jegliche Form, man kann von diesem Gesetz halten, was man will, aber des Antirassismus zutreffen, diese Leute werden noch mit Bundesgeldern finanziert. Ich würde da auch noch mal etwas investieren an Bundes- und damit Steuergeldern, zum Beispiel für einen One-Way-Rückflug nach Mali, Sudan oder wo ist sie noch her? Togo, Mali, Sudan. Da würde ich ehrlich gesagt die günstigste Destination, die Lufthansa oder German Wings oder Eurowings oder sonstige Wings, Paul McCartney and the Wings und was weiß ich, wer das noch anfliegt, das würde ich noch ehrlich gesagt investieren, à fond perdu, selbstverständlich, weil sie hat sich ja kulturell ausgesprochen verdient gemacht. Das soll es gewesen sein für heute. Das chinesische Virus wird von Herrn Thomas Steffen, der mich ja auch schon verklagt hat bei der Schweizer Basler Staatsanwaltschaft, relativ erfolglos, wird als nicht beunruhigend beurteilt. Was ich ein bisschen beunruhigend finde, lieber Thomas, ist, dass du dich dauernd zu Wort meldest. Du bist doch gar nicht mehr im Amt als Kantonsarzt, sondern du hast jetzt eine private Consulting-Firma und ein so gutes Gewissen, dass wenn du mich im Restaurant siehst mit deinem Sohn, dass du dann quasi fast den Notausgang nimmst, damit du ja nicht an mir vorbei musst. Aber du hast doch einen Nachfolger, den Herrn Fuchs. Wieso redet der nie? Der ist doch jetzt amtierender Kantonsarzt in Basel-Stadt. Was ist mit Herrn Fuchs los? Oder hat Fuchs die Gans gestohlen? Ich weiß es einfach nicht, aber es erstaunt mich, dass vorzeitig in Pension gegangene, deutlich vorzeitig in Pension gegangene oder vielleicht auch nur gekündigte, das geht mich alles nicht an, ehemalige Kantonsärzte sich jetzt äußern zu neuen Viren, die aus China, wie gehabt natürlich, von den Tieren auf die Menschen springen. Beunruhigt mich schon ein bisschen, dass der Mann im Amt schweigt und der ehemalige Mann im Amt spricht. Aber ich muss ja nicht alles durchschauen. Hinterlasst ein Abo. Morgen geht's weiter mit wieder Studioproduktionen. Wir haben mit Niklas wieder gedreht und drehen wieder diese Woche weiter. Also wunderbar, dass ihr bei uns seid. Macht ein Abo. Die Schwarzseher sind angesprochen. Alles Gute.
Habt einen wunderbaren Mittwoch, Sommermittwoch. Salut zusammen.